Willkommen zu einer neuen Ausgabe Markets Monthly. Mein Name ist Sascha Otto. Der Markt verabschiedet sich langsam in die Sommerpause. Wichtige Themen wurden abgearbeitet. So hat die Wahl in Frankreich zu politischer Sicherheit geführt. Weiterhin haben die Unternehmen sehr gute Ergebnisse geliefert. Auch der IFO-Geschäftsklima-Index ist auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Welche Themen müssen wir weiter verfolgen? Hier unsere Top 3. Sell in May and go away. Dieser Spruch hat sich dieses Jahr nicht bewahrheitet. Aber auch in den vorigen Jahren war es schon so, dass die Kurse eher in den folgenden Monaten gefallen sind und nicht im Mai. Deswegen gehen wir weiterhin von fallenden Kursen aus. Donald Trump entwickelt sich vom Hoffnungsträger zum Belastungsfaktor. Die aktuelle Außenpolitik ist alles andere als kalkulierbar. Alte Verbündete werden vor den Kopf gestoßen. Ein weiterer Brennpunkt ist Nordkorea. Die wöchentlichen Raketentests provozieren die Nachbarstaaten. Wir registrieren zurzeit eine zunehmende Sorglosigkeit an den Märkten. Viele Portfoliomanager sichern ihre Bestände nicht ab. Dies kann man an den sogenannten Volatilitätsindizes erkennen. Diese befinden sich auf historisch niedrigem Niveau. Was bedeutet das? Bei schlechten Nachrichten müssen die Portfoliomanager sofort verkaufen. Da sie nicht versichert sind, können sie nicht abwarten. Hierdurch können sich kleine Kurskorrekturen zu größeren Kursrücksetzern ausweiten. Wir bleiben bei unserer Meinung. Nutzen Sie die hohen Kurse für Gewinnmitnahmen. Nach dem Sommer gibt es bestimmt wieder gute Kaufgelegenheiten. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.